So, ihr Lieben, einen wunderschönen Motivation Friday wünsche ich euch. Jetzt ist heute eigentlich Sonntag. Deswegen gibt es jetzt ein kleines Rückblickvideo von der Signierstunde in Herborn. Und dann nehme ich euch jetzt mal mit. Kommt. Das ist optimal. Was sagt ihr zum Wetter? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich finde es genial. Ob ihr ein Sommerkind oder eher Winterkind seid, ich bin beides. Ich finde alles toll. Denn irgendwie hat jede Temperatur, jede Jahreszeit was ganz Besonderes. Aber jetzt nicht so viel rumschwatzen. Jetzt geht's los. Ich nehme euch mit. Geht's Richtung Buchhandlung Baumann. Ich freue mich schon wahnsinnig. Im März hatten wir schon mal eine richtig, richtig coole Signierstunde hier. Und es war richtig klasse. Und jetzt laufen wir einfach mal so ein bisschen über das Erdbeerfest. Ist ja auch schön. Mögt ihr Erdbeeren, schreibt mal sie in die Kommentare. Ist ja jetzt die geniale Zeit dafür. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Und zwar sind wir bei Simone, bei der Grünbuchhandlung Baumann. Hallo. Ja, und das war ja schon ein total cooles Event jetzt auch im März, wo wir schon mal eine Signierstunde hatten. Und du machst auch was ganz Besonderes, ne? Du bist in einem Chor. Genau. Und wir sind die Kusch Company aus Herborn und wir sind unter den 15 besten Chören Hessens. Und am Dienstag, den 4.6. darf auch hr4.de für uns gewotet werden, von 0 bis 24 Uhr. Wir werden auch im Fernsehen und im Radio zu hören und zu sehen sein. Und jede Stimme zählt. Ich bitte euch, votet für uns, denn die besten drei Chöre Hessens werden dann live auf dem Hessentag im Bad Hersfeld auftreten. Bitte votet für uns. Vielen Dank. Voten, voten! Also ich zeige euch das nochmal. Hier. Und auf hr4 am Dienstag, 4. Juni, unbedingt voten. Für die Kusch Company aus Herborn. Ganz genau. Nutze deine Stimme. Sie wurde dir nicht umsonst gegeben. Du kannst so viel mit ihr bewegen. Sei stolz, dass du sie hast und so viel mit ihr machst. Nutze sie und verändere die Welt, damit du Erinnerungen schaffst, die du für immer fest im Kopf hältst. Hör auf dein Herz. Hör, was es dir sagt. Die Antwort ist da. So einfach und klar. Vertraue dir selbst. Du kommst damit klar. Du kommst damit klar. Also hör darauf und bau darauf auf. Bau darauf auf.